Herzlich willkommen zu diesem Video. In einem anderen Video habe ich dir schon gezeigt, was man unter der sogenannten Cornell-Methode versteht, dass man also damit sehr gut, sehr effizient etwas notieren kann, zusammenfassen kann und durch die Notizen, die du dann gemacht hast, zum Beispiel von einer Vorlesung, von einem Buch, vom Unterricht in der Schule, kannst du dann mit diesen Aufzeichnungen kannst du dann sehr gut lernen. Das ist eine sehr effiziente Methode. Und ich möchte jetzt zeigen, wie du das so ein Formular anlegen kannst, ein Dokument anlegen kannst, dass du das mit Microsoft OneNote machen kannst. Ich habe jetzt hier schon ein neues Blatt aufgemacht, das hier jetzt mal Cornell genannt und habe dann hier was Praktisches. Ich habe gleich am Anfang hier schon so eine Datumsangabe. Das wäre dann genau der Bereich des Themas. Ihr könnt hier dann noch hinschreiben, dann zum Beispiel Einführung in die Geschichte, wenn das jetzt unser Thema wäre. Geschichte, habe dann hier diesen Bereich und gehe dann aber gleich auf Ansicht und wähle mir hier dann etwas aus, nämlich das hier mit den Hilfslinien. Ich wähle hier dann diesen Bereich aus, wo ich hier diese Linien habe, vielleicht schmäler etwas, und kann dann hierher gehen und mir dann überlegen, okay, ein Drittel ist ja dann dieser Stichwortebereich, zwei Drittel ist dieser Notizbereich. Und damit ich das dann für später für meine Notizen dann auch klar und deutlich mache und dann viel von der Seite sehe, gehe ich mal hier auf Ansicht und stelle das Ganze mal auf bei mir auf meinem Monitor auf 75%, dass ich eine größere Fläche hier habe. Gehe dann hierher, gehe auf Zeichnen und habe dann die Möglichkeit, dass ich hier Striche einfügen kann. Ich wähle mir hier diese Linie aus, mache hier mal eine Linie, das wäre dann eine sehr schiefe Linie, werde also dann probieren, dass ich hier dann wirklich etwas aussuche, was mir dann auch tatsächlich hilft. Da habe ich jetzt etwas. Das trennt dann hier den unteren Bereich vom oberen, das heißt, da oben habe ich dann hier dann diesen Themenbereich. Und als nächstes werde ich mir dann eine Linie ziehen, die dann heruntergeht, aber nicht schon wieder so eine, sondern ich gehe wieder auf Zeichnen, wähle mir das aus, was ich jetzt hier tatsächlich brauche, gehe hierher. Ziehe das jetzt herunter und habe dann hier, ja, gehen wir daher vielleicht oder so, ja, habe dann hier auf der linken Seite dann den Stichwortbereich und auf der rechten Seite habe ich dann hier dementsprechend dann den Notizenbereich. Ich könnte hier dann hergehen und dann dementsprechend die Notizen machen. Werde ich hier das vorher noch abtrennen, dass ich unten den Zusammenfassungsbereich habe, gehe wieder auf Zeichnen. Wähle hier dann diesen Strich hier aus, gehe her, ziehe das hier dann so durch. Okay, habe dann meine Zeichen fertig gemacht und geht schon ans Beschriften, gehe wieder auf Zeichnen, hier auf Eingabe, trage hier dann auf der rechten Seite dann ein Notizenbereich. Der Notizenbereich, vielleicht wäre es nicht schlecht, dann eine größere Schrift zu nehmen. 20 zum Beispiel, ja, setze das da herein, Notizenbereich, dann gehe ich dann hierher, trage dann ein Stichwortebereich, das ist der Stichwortebereich, nehme dann ebenfalls eine größere Schrift, dann nehmen wir mal 22 und herunter kommt dann bekanntermaßen ja dann der Zusammenfassungsbereich. Nehme hier wieder eine größere Schrift und habe dann mein Ziel ja schon erreicht. Ich habe dann hier ein schönes Schema, wo ich dann dementsprechend dann hier die Notizen eintragen kann. Hier könnte ich dann danach, als erstes machen wir den Stichwortbereich natürlich, dann könnte ich hier dann die Stichwörter eintragen. Und zum Schluss trage ich dann hier meine 3 bis 4 Sätze ein, die ich dann im Zusammenfassungsbereich dann vermerken möchte. Also das ist, man kann sehr einfach hier mit Microsoft OneNote dementsprechend arbeiten, hier in diesem Programm, nämlich eben in Microsoft Note. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat, du eine Vorstellung bekommen hast, wie du jetzt diese Cornell-Notizen dann hier mit diesem Programm Microsoft OneNote umsetzen kannst. Danke für deine Aufmerksamkeit.